Glückwunsch natürlich erstmal zu diesem großartigen Sieg. Vielleicht eine ganz kurze Analyse. Wie war das Spiel aus deiner Sicht? Ich glaube gut. 3-0 gewonnen, kein Gegentor bekommen. Pete ist happy, die Abwehr ist happy. Drei Tore geschossen. Ich glaube, eine Menge Energie auf den Platz gebracht. Viel Intensität. Das ist das, was wir uns heute vor allem vorgenommen haben. Und wir haben es auch wirklich durchgezogen. Jeder hat für den anderen gearbeitet. Und natürlich haben wir dadurch auch das Stadion hinter uns gebracht. Ich glaube, eine außergewöhnlich gute Stimmung heute hier in Leipzig. Und das ist das, was wir natürlich mitnehmen und was wir abspeichern sollten und wollen, um das immer wieder zu haben. Außergewöhnlich gute Stimmung im Stadion, das wäre auch mein Stichpunkt gewesen. Wie war das für dich als Leipziger hier zu stehen und das zu erleben? Das erste Mal warst du ja schon mal natürlich als Gästetrainer da, aber jetzt als Cheftrainer von RB Leipzig. Ja, es ist besonders für mich, es ist speziell, aber am Ende des Tages geht es darum, dass ich versuche, erfolgreich Fußball zu arbeiten. Ich habe immer gesagt, in deiner eigenen Stadt dann so eine verantwortungsvolle Position einzunehmen. Das ist jetzt auch kein Pappenstiel, aber ich mache das sehr gerne. Ich glaube, dass ich eine Mannschaft mit viel Potenzial übernommen habe. Ich merke jetzt schon, dass die Jungs im Staff, die mir hervorragend zugearbeitet haben, die letzten zwei Tage echt fit sind und auch coole Socken. Und dementsprechend bin ich einfach froh, dass ich da bin und möchte natürlich versuchen, dass wir erfolgreich Fußball spielen. Und möglicherweise wird es auch mal andere Phasen geben. Und dann wird man schauen, wie gut sich das anfühlt, dann in die Stadt zu marschieren. Erstmal vielen Dank und nochmal herzlichen Glückwunsch. Vielleicht erstmal ein Glückwunsch sowieso von meiner Seite. Geiles Spiel gemacht. Wie ist deine erste Zusammenfassung, deine erste Analyse dieses fantastischen Topspiels? Ja, es war ein gutes Spiel für uns. Wir haben mal oder zum Glück gewonnen, sage ich mal. Ich denke, das war dann unterm Strich ja verdient. Ich denke, wir haben eine sehr gute Leistung abgeliefert. Es war ganz wichtig hinten zu null. Das hat man gemerkt, weil wenn Dortmund ein Tor macht, dann wird es wieder eng. So haben wir standgehalten und haben dann nur den Konter zum 3-0 gemacht. Und war eine super Teamleistung und war sehr, sehr wichtig für die Moral. Ich finde auch, es war nicht die ganze Zeit eine dominierende Veranstaltung von RB Leipzig Seiten aus. Es gab dann Mitte der zweiten Hälfte natürlich auch mal so ein bisschen Zittern. Aber eigentlich war es super souverän, oder? Ja, wir haben gegen einen super Gegner gespielt, dass es da immer Phasen gibt, wo der Gegner mal dominiert und Chancen herausspielt, ist klar. Ich denke, die Chancen waren jetzt keine hundertprozentigen, das waren immer so Halbchancen und die haben wir dann ordentlich auch noch wegverteidigt zum Teil und das ist wichtig und ich glaube, das war einfach die richtige Einstellung, auch wie wir gegen den Ball gearbeitet haben und ja, wir sind einfach überglücklich, dass wir heute gewonnen haben. Auf jeden Fall sind wir alle und dann die Null hinten, das ist auch, glaube ich, nochmal ein ganz wichtiges Thema jetzt für euch, oder? Ja, man will natürlich jedes Spiel zu Null spielen. Also jedes Spiel, wo man einen Gegentreffer kriegt, tut weh, sage ich mal. Vor allem für die Spieler, die was weiter hinten spielen. Und das ist halt das Ziel, dass man zu Null spielt. Dann weiß man immer, man hat einen super Job erledigt. Und da müssen wir einfach weitermachen. So. Und wenn die Null steht, dann weiß man ja, gewinnt man oder kann man zumindest nicht verlieren. Und das ist ganz wichtig für uns, dass wir hinten einfach konsequent verteidigen. Letzte Frage, das ist jetzt schon so ein bisschen der Blick auf die nächste Woche. Ich weiß, es ist gerade das Spiel gelaufen, trotzdem für unsere Social-Media-Geschichte für nächste Woche. Es geht dann gegen Real Madrid, also irgendwie ein Wahnsinnslos natürlich auch. Was macht der Gedanke an dieses Spiel mit dir? Ja, wird eine super Herausforderung. Also, ist ein Weltklasse-Team. Letztes Jahr die Champions League gewonnen, spanischer Meister, was soll man sagen? Ich denke, ist ein cooles Erlebnis, weil da kann man sicherlich viel lernen. Also, ich freue mich immer, wenn ich gegen Topspieler spielen kann, weil dann kann ich viel mitnehmen, viel lernen, wie die Aktionen lösen und da freue ich mich richtig drauf. Bernabeu schon mal da gewesen? Nein, ich war noch nicht im Bernabeu. Aber ja, vielleicht sehe ich es ja dann nächste Woche. Dann wünsche ich dir viel Spaß und nochmal Glückwunsch zum Sieg.